Hallo, beim sehr, sehr stürmischen Long Dark. So, Long Dark ist zurzeit sehr stürmisch und ja, der Sturm scheint aber gerade etwas abzuflachen, was sehr gut ist. Wir werden weiter hier schlafen, draußen in unserer Schneehütte und werden uns dann vorbereiten, um loszuwandern. Hoffentlich ohne schlimmere Zwischenfälle. Oh, sieht doch gut aus. Anna ist nur durstig. Das kann ich verstehen. Hunger geht noch. Na, wie viel Grad waren es jetzt? 13. Eieieiei, na kommt. Ich denke mal, wir sind gleich total komplett ausgeruht. Wollte gerade sagen, eigentlich war gerade voll das schöne dunkle Wetter. Also wenn es dunkel draußen ist, kann auch schönes Wetter sein. Das hat sich jetzt geändert. Schade. Sonst wäre ich vielleicht sogar losgegangen. Naja, jetzt müssen wir warten. Und mal gucken, wie sich das hier alles so verhält. Ja, shit. Hat jetzt nicht so viel verändert. Eieiei. Na, das sieht gar nicht noch nicht so schlecht aus, oder? Ich gehe mal kurz gucken. Ah, es ist aber schon sehr dunkel, ne? Immer noch. Hier haben wir noch schimmliges Reh, frisch gegartes. Frisches Reh, ach so. Daran erkennt man vielleicht sogar. Von was kommt, ist auch gar nicht mal so schlecht. Oh, Stöckchen ist jetzt nicht so schlimm, die kann ich unterwegs dann noch sammeln. Das ist alles beim Alten. Gut. Oh, die Schneehütte. Na nü, schnell drum kümmern. Also die bei den Angehütten, die ist schon, denke ich mal, damaged. Also die wird kaputt sein. Aber ich habe auch nicht die ganze Zeit Lust, immer dahin zu rennen und mich um die zu kümmern. Verständlicherweise. Wir haben anderes zu tun eigentlich. Ja, 69 Tage. Alter Schwede, meine Güte. Damit kann ich doch, denke ich mal, erleben. Ich weiß nicht, wie viel Essen ich mir mitnehmen sollte. Ich mich noch erstmal satt essen. Satt essen wäre vielleicht eine Idee, ne? 960, 960. Gibt es hier noch irgendwie. Ist alles 960? Ja, ich esse mich mal satt am besten. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Auch mit dem Trinken. Und 4 Stück sollten noch vielleicht reichen. Ich nehme noch Trinken mit. Das könnten wir uns ja unterwegs machen. Das sollte jetzt nicht so das Problem sein. So. Dann würde ich sagen, sind wir ready. Ready for takeoff. Gut. Nochmal schauen, wie einfach es uns gemacht wird, wie wir da hinkommen. Bin gespannt. Ah, Schnee ist jetzt eigentlich auch nicht gerade so geil. Aber ich muss irgendwann mal los. Ah, Nebel ist eigentlich nicht so gut, wenn man nicht sieht. Oh. Das ist da ein Reh. Okay. Das ist das Reh, was ich meinte, was hier mal rumgedümpelt ist. Oh, nein, ich muss mal. Okay, das ein Wolf. Muss mich gerade ganz schön konzentrieren, dass ich die Wölfe sehe. Ist das ein Wolf? Das ist ein Wolf. Der läuft sogar dahin, wo wir hinlaufen. Schön. Gut.
Freut mich sehr. Sehr erfreut darüber. Oh oh. Oh oh. Aha, ja, okay. Das war ein langer Ausflug. Könnt ihr vergessen. Ja, super. Ich bin ja begeistert. Was für ein langer Ausflug. Minus 29 Grad. Hm. Es gibt es doch nicht. Ja, gut. Ja, Sir. So habe ich mir das vorgestellt. Was ist das denn jetzt? Naja, dann kann ich es ja doch mitnehmen. Toll, toll, toll. Das hat wirklich gut geklappt. Ja, ja. Oh, ätzend. Ätzend, ätzend, ätzend. Kommen hier keine Hasen mehr? Haben wir die Hasen irgendwie ausgerottet? Wir haben die Hasen auf der Haseninsel ausgerottet. Anscheinend. Ja, unpraktisch. Ja, ja. Oh, hier drin ist nicht besser, ne, Anna? Merk schon. Ah, oh, das gibt's doch nicht. Mensch, ich will einfach nur los. So eine Kacke. Kannst du doch keinem erzählen. So, schön. Mit was vergnüge ich mich jetzt hier in der Zeit? Mit Reparieren vielleicht? Nee, so viel Stoff haben wir gar nicht zum Reparieren. Tja, dann muss ich doch schlafen. Oh. Besser noch so, als wenn wir mittendrin gewesen wären. Bei der Erkundung und dann kommt der Sturm, ne? Ja, jetzt kann ich nur warten. Weil ich glaube, in der Hütte sind wir nicht so geschützt. Tja. Ich sehe schwarz für die heutige Erkundung. Oh, jetzt. Jetzt auf einmal. Na Mensch. Ach, und da waren wir so gut vorbereitet. So gut. Jetzt muss ich erstmal abchecken, wie das Wetter ist. Wenn das Wetter kacke ist, bringt uns das auch nichts. Manometer. Na? So geil ist anders. Wirklich. Das gefällt mir nicht so, ne? Überhaupt nicht. Aber wir müssen irgendwie vorankommen. Also? Komm, ich nehme 5 mit. Oh Gott, das klang ja ganz toll. Ach ja, mit Wind, der uns entgegen... wow, da kommen wir ja total weit. Oh nein, ey. Oh. Ach, das ist alles ungeil. Das gefällt mir alles nicht. Ach, übrigens, ihr könnt ja nochmal erzählen. Das habe ich schon bei Resident Evil erzählt, aber ich weiß nicht, ob das so Long Dark betrifft. Zurzeit stinkt uns YouTube ganz schön an. Aufgrund dessen, dass wir das Problem haben. Ne, wir laden ja unsere Videos in 2K und 4K hoch, so wie es uns halt gerade möglich ist. Und das machen wir ja deswegen, weil YouTube vermanscht ja die Auflösung so schlimm, dass wenn wir nur in HD hochladen, also in 180p, dann sieht das ganz schlimm aus bei YouTube. Das sieht niemals so aus, wie wir das gerne haben wollen. Und das sieht erst dann so aus wie auf HD, auf 180p, wenn wir das in zum Beispiel in 2K hochladen. Dann sieht das so aus, wie wir das haben wollen. So.
Problem daran ist zurzeit, dass wir dann irgendwann mitbekommen haben, der Chris meint irgendwann, ey, meine Tomb Raider Parts sind alle gar nicht auf 2K. Ich lade die aber in 2K hoch. Und dann haben wir mal geguckt und mussten feststellen, dass in der letzten Zeit kein einziger Part oder kein einziges Projekt, das wir hochgeladen haben, 2K hat. Oder 4K. Ja, super, dann standen wir da und haben rausgefunden, man kann in YouTube ja selber nochmal die Videos bearbeiten, wenn man das möchte. Also, wir machen das nicht, ne? Wir haben ja andere Programme dafür. Und wenn man das da macht, dann kann man eine Chance haben, dass das Video auf einmal, ja, wenn man das da bearbeitet und dann auch wieder, wenn man das auf Original wiederherstellen geht, dann kann man Glück haben und das Video ist dann in 2 oder 4K. Aber wir haben ja Besseres zu tun, als die ganze Zeit unsere Videos nochmal in YouTube bearbeiten zu müssen. Also haben wir dem Support geschrieben und gesagt, ey, da läuft was schief. Und die meinten, ja, wir gucken mal. Oh, die Wölfe sagten sich auch, wir gucken mal. Wir gucken mal und schickt mal ein paar Playlisten und so und ein paar Videos. Das haben wir gemacht. So, darauf schrieb der YouTube-Support. Aha, ja. Na, seid ihr euch auch sicher, dass ihr in der richtigen Auflösung für 2K hochgeladen habt? Dann hat sie die, also es ist eine Frau, mit der wir schreiben, dann hat sie uns da eine Auflösung hingeschrieben. Und erstmal saß man da und dachten uns, sag mal, wollen die uns verarschen? Das ist doch das Erste, an was man denkt, wenn nicht die richtige Auflösung da ist, ob man vielleicht das Falsche gerendert hat. Aber wir haben alle es richtig gerendert. Unsere Aufnahmen sind richtiger, könnten die gar nicht sein. Wir haben einen dezenten Technikprofi bei uns mit im Team, der Steffen heißt. Und der achtet da schon drauf, dass der Chris und ich das alles immer richtig machen. Da ist ja alles richtig. Und das Lustige war noch, dass in der Mail die falsche Auflösung für 2K stand. Da mussten wir auch ein bisschen lachen. Anstatt haben die selber nicht so die Ahnung. Naja, und jetzt ist aber das Problem, es bei The Long Dark, ich habe geguckt, ich weiß nicht so genau, ich kann es schlecht einschätzen. Wenn man The Long Dark auf 2K guckt, bei Resident Evil ist das Problem, dass es ruckelt. 2K Vollbild ruckelt. Es sieht aus, als ob ich es in 20 Frames aufgenommen habe. Und da hat auch schon jemand was dann geschrieben gehabt dazu. Und ich dachte dann, oh Gott, da denkt, glaube ich, jemand, dass ich Grafikprobleme habe. Oder Performance-Probleme, die ich nicht habe bei Resident Evil. Gar nicht. Und dann dachte ich mir, kacke, jetzt muss ich das mal erklären. Deswegen erkläre ich das hier auch. Sollte das bei The Long Dark auch der Fall sein? Ich weiß es, ich kann das ganz schlicht einschätzen. Für mich bin da mal sehr penibel. Ich glaube, The Long Dark läuft einigermaßen flüssig auf 2K im Vollbild, aber ich kann mich auch irren. Und das ist einfach nur schrecklich. Das ist nervig und YouTube stellt, glaube ich, zurzeit sein Design wieder um und die probieren ja auch wieder, ne, man kann ja auch neuerdings seit letztem Jahr HDR-Videos hochladen. Und seitdem haben wir auch eigentlich das Problem, ne? Nein, Anna, nein, lass es. Oh, das ist kacke. Das ist richtig, richtig kacke. Das nervt. Aber wir können leider nichts machen. Ich glaube, die Leute, die auf Tablet oder Handy gucken, denen interessiert das ja sowieso nicht mit den Auflösungen. Aber zum Beispiel, wenn ich ein Video oder ein Projekt bei YouTube gucke von jemandem, wenn das in 2K da ist oder in 4K, gucke ich mir das dann auch so an. Weil das einfach viel, viel besser aussieht. Das sieht viel klarer und viel schöner aus. Das ist wirklich ein Traum. Also von daher, ne? An solche Leute denkt man ja dann. Dass die sich daran erfreuen, wenn jemand ein bisschen auf Qualität Wert legt. Ja, das wollte ich euch einfach mal so erzählt haben. Ja, das war ja sehr interessant. Mhm. YouTube stinkt, so wie immer. Hm. Ach, herrje, herrje, herrje. So, wir sind, ich möchte ja nichts sagen, aber wir sind schon ein Stück weit gekommen. Nämlich bis hierher. Das ist schon mal grandios. Und jetzt ist meine Überlegung, wie wir weitermachen und weitergehen. Gehen wir da oben lang oder unten? War oben nicht eine Bärenhöhle? Ich glaube, ich gehe mal oben lang, oder? Wo war denn auch der Turm nochmal? 5 Stunden Tageslicht? Da sollte doch was zusammenbekommen hier. Oder, ach nee, es war die Bärenhöhle, ne? Da
Oberhalb der Tankstelle, das ist die, die ich gerade im Kopf habe. Na dann. Sollte hier oben uns ja nicht so viel passieren, vielleicht. Das wäre schön. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Ach. Ja, überhaupt, wenn mal irgendwas bei uns nicht funktionieren sollte, abgesehen von, dass Parts nicht öffentlich sind oder so, das passiert mir sehr oft. Das passiert mir manchmal einfach, dann vergesse ich das auf die Planliste zu stellen. Aber ihr erinnert mich da zum Glück ja mal dran. Danke. Das passiert halt einfach. Wenn man gerade jetzt auch, jetzt fahre ich auch noch doppelgleisig mit zwei Projekten. Da kann man schon mal durcheinander kommen, sehr, sehr schnell. Muss ich schon zugeben. Aber ansonsten, wenn irgendwas nicht hinhauen sollte oder ihr schon wieder Problemchen habt, vielleicht auch bei den Kommentaren, dann, ja, es tut mir leid. Ah, wir können selber leider nichts machen. Okay, das Wetter wird nicht besser. Das ist doof, aber mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Wo geht's denn hier lang? Geht's hier überhaupt irgendwo hin? Ich glaube eher nicht, ne? Nein, 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 ich gehe lieber hier oben weiter lang. Bevor ich da runterrutsche. Flump. So hoch war es gar nicht, Anna. Na nü. So. Ich kann mich hier mal ganz schlecht orientieren, muss ich sagen. So oft waren wir noch nicht hier, dass ich sagen kann, hey, da geht's da und da lang. Das klang nach Moree. Ist hier der Turm? Oh. Warum rennt denn das weg? Hier ist der Turm. Geile Sache. Warum rennt... Alter, was ist das für ein riesiger Ass? Warum rennt das Reh weg? Hat das einen Grund? Ich nehme mal die Bartflechten einfach nur mit, weil... Die hier hängen. So. Super. Da haben wir es schon bisher geschafft. Oh, Reh, beruhige dich doch. Bleibe ganz ruhig. Verlassene Aussicht zum und Hagebutten. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Weiß nicht, ob das jetzt sogar der letzte Part ist, den ich aufnehmen werde. Ich muss mal... Oh. Ach, ja, ja, ja. Kletterseifer, wenn, haben wir nicht. Schade. Wenn ich nämlich morgen noch mal einen Schwung auf. Mal gucken. So. Mensch, das ist ja so. Dann gucken wir mal, was uns hier oben erwartet. Ich laufe jetzt einmal rum. Nicht, dass hier irgendwas liegt. Aber anscheinend sieht es nicht danach aus. Nein. Eine schöne Aussicht haben wir gerade auch nicht, weil es etwas bedeckt ist. Hui! So, mach zu. Die Tür. So, sehr, sehr schön. Jetzt sind wir hier. Aber so viel liegt hier, glaube ich. Oh, Tee. Ja. Tee ist ein Traum. Hier ist sogar, hier ist ein Ofen oder liegt ein Buch. Wir könnten hier uns nochmal Wasser machen und den Tee vielleicht außen nehmen in freier Wildnis. Erhöht die Fertigkeit Kadaver. Das ist jetzt sehr lustig, weil das ist bei uns, oh, guckt mal. Das ist, jetzt natürlich irgendwie komisch, weil, ich nehme das aber trotzdem mit, weil, oh ja, ein Messer. Wir jetzt ja schon auf 5 sind. Warum wird jetzt eigentlich so lang da gerade so ruckelig? Oh, ein Wettstein. Ich werde bekloppt. Alle klar. So. Sehr schön. Dann würde ich sagen, im nächsten Part geht es weiter hier. Ich glaube, da machen wir uns mal kurz Wasser.
Ich glaube, der Tee war gar nicht mehr so gut, ne? Sollte ich die noch trinken? Nein. Ja, wir hängen schon eine Weile rum an dem Ort, ne? Vielleicht könnten wir uns auch den Tee machen. Obwohl dann, ach, der schafft es noch bis nach Hause. Genau, und dann machen wir noch vielleicht uns ein wenig Wasser. Ich glaube, wir müssten vielleicht sogar hier schlafen. Ist aber nicht schlimm. Ich glaube, diese Türme gelten als draußen. Von daher, alles gut. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann, bis dann. Tschüss.